Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Edna und Harvey brechen aus. Also, ich weiß gar nicht so richtig, was ich hier machen muss, wo ich anfangen soll oder sonst etwas. Ich bin sowas von lost hier. Hey, fass das ja nicht an. Oh, das hi. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Der Barmann von... bei Lilly drüben. Beim zweiten Teil. Cool. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Aber das ist doch kein Löffel. Das soll ein Löffel sein? Das frage ich mich auch gerade. Du bist kein Löffel. Nein. Du bist eine schnöde Schaufel. Oh, das... okay, das ist fies. Guck mal, Harvey. Da steckt eine Schaufel in dem Fass. Edna, das ist ein Löffel. Unsinn. Findest du nicht gut, Edna? Okay, das, aber wie geht es dir nicht gut? Hey, fass das ja. Ja, aber ein bisschen ankritzeln ist doch gar kein Problem. Hey, fass das ja nicht an. Okay, dann halt nicht. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Ja, und weil es hier wahrscheinlich Getränke gibt, ne? Und das hier alles so leuchtet und... Captain Unbrauchbars Hauptquartier ist der Tiefparterre Cave. Per Knopfdruck verwandelt sich die taktische Hauptkonsole in einen Kickertisch, bei dem allerdings der Ball fehlt. Ja. Ein kaputter Kickertisch. Ihr spielen alle wie Flasche leer. Der ist kaputt. Und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Wenn du Kickertische... Ja, wir hatten das damals gesagt. Die spielen alle wie Flasche leer. Die Italiener. Ich weiß es nicht mehr, wenn ihr es wisst, schreibt mir es gerne rein. Ich habe den Namen vergessen. Aber was machst du denn da, Edna? Ups, Ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Können wir das gleich machen, Harvey? Wollen wir kickern, Harvey? Okay. Kickern, nicht kichern. Ach so. Auch nicht kickern. Kickern. Hä? Okay, aber ich weiß nicht, was Kickern ist. Das sind keine Spirituosen. Das sind Putzmittel. Naja, oh. Zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Okay, Hier ist keine Selbstbedienung. Ja und? Hier ist keine Selbstbedienung. Ja und? Was will mir dieses Regal sagen? Nichts. Wie? Einfach nichts? Was hältst du von diesem Regal, Harvey? Ich kann es nicht ausstehen. Lass es uns umkippen. Schade. Zu schwer. Dann müssen wir uns etwas anderes zum Umkippen suchen. Wieso will Harvey jetzt was umkippen? Harvey, was stimmt mit dir manchmal nicht? Cool. Der geheime Zugang zum Tiefparterre-Cave versteckt sich hinter einem Billy-Regal. Leider hat der Arzt dem Captain verboten, schwere Sachen zu verrücken. Jetzt benutzt der Captain die weniger geheime Vordertür. Mhm. Sollen wir uns mal mit dem Barmann unterhalten hier? Vor dem kann man ja richtig Angst bekommen. Sicher? Captain Unbrauchbar trinkt nicht, wenn er im Dienst ist. Auf der anderen Seite ist er selten wirklich im Dienst. Um ehrlich zu sein, ist er arbeitslos und lebt von der Sozialhilfe. Na toll. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Trink doch schon. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Okay. Barmann, einen Drink bitte. Aber der hat doch... Komischer Kauz. Kann ich ihn ankritzeln? Kannst du für mich was Zusätzliches auf die Cocktailkarte schreiben? So läuft es hier nicht, Kleines. Okay. Entweder
du bestellst, was auf der Karte steht, oder du suchst dir eine andere Bar. Alles klar, Herr Kommissar. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ich frage mich, wo er hinguckt. Davon ausgehend, dass sich der Raum um Masse krümmt, könnte es dann, dass er auf einen Punkt hinter dem Pferdekopfnebel guckt. Und dem Blick nach zu urteilen, hat jemand das besagte Pferd grün angemalt. Pferdekopfnebel grün angemalt? Das sehen wir doch gar nicht von hier. Das ist gemein. Sag doch sowas nicht. Ne. Das ist so 80er. Ja und? Das sieht cool aus. Was hältst du von dem Neonschild, Harvey? Es ist ein Instrument des Lichts. Wie ich. Hä? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Was? Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ich kann immer noch nicht... Immer noch eklig. Du bist so 80er. Sei nicht so gemein. Das hat doch auch Gefühle. Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnbürste. Wer schreibt... Oh. Okay. Das ist auch in dasselbe. In diesem Bild... Das ist... Okay. Wir gucken mal hier rein. Lass uns die mal zusammen angucken. Es gibt nur eine Auswahl. Stinkdrink. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Es gibt nur eine Auswahl. Oh Mann, Bruce Lee... Kann ich da so nicht reingucken? Es gibt nur ein... Oh, kein Stinkdrink. Das klappt so nicht. Ja, dann will ich den bitte. Stinkdrink. Barmann, einen Drink bitte. Geduld. Okay. Also nichts. Kann ich den einfach ausschütten? Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Okay. Na du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Edna. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, stimmt aber dir zu nicht. Dir passt er irgendwie. Alte Edna. Ah. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Bringt das etwas? Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Das ist nicht... Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will... Ja, was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Das ist jetzt alles nicht so zum Aufmuntern. Kommt ein Mann zum Arzt. Also,
Der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Was stimmt mit Edna nicht? Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Edna! Oh. Ach ja. Mann! Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Mhm. Ach ja, genau. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Na, du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Klar. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Also so mit einem Aufmuntern klappt bei Edna jetzt nicht so gut, ne? Bisher war nichts Positives. Ich bin jetzt gespannt, wie sie den ersten Satz hier verkacken will. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Edna. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Mhm. Ach ja, genau. Also, ja. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Ich weiß es nicht, ehrlich. Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Also ich muss schon sagen, Edna ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der empathischste, unsympathischste Mensch, wenn man sie so reden hört. Ich weiß es ja nicht. Was haben wir denn hier? Ach Gott, ey, wir haben hier so viele Sachen, das ist doch... Ja, ne? Oh, mit dem Regal. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Mhm. Ist dem so. Gib bitte irgendwas Besonderes. Nein, ne? Der geheime Zugang zum Tiefparterre-Cave versteckt sich hinter einem Billy-Regal. Leider hat der Arzt dem Captain verboten, jetzt benutzt er. Okay. Kritzel, kritzel. So, Harvey, was meinst du zu dem Regal? Was hältst du von diesem Regal, Harvey? Ich kann es nicht ausstehen. Na, ihr könnt es nicht. Ihr könnt nicht immer Sachen umkippen wollen. Zwei Verrückten, ey. So, okay, im Regal selber befindet sich nichts. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Ja, was willst du sonst den ganzen Tag hier machen? Wollen wir schmutzige Karikaturen zeichnen? Ach nö. Deine schmutzigen Karikaturen sehen immer aus wie Gurkenscheiben. Ja, Gurkenscheiben. Benimm dich, Harvey. Kann man nur so auf Gurkenscheiben stehen? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Weiß und flach. Das muss Papier sein. Nee, sag bloß. Nein, danke. Warum? Es hört dir doch nicht zu. Bist du dir sicher? Ja.
In diesem Bild faltet Captain Unbrauchbar einen Einwegbumerang. Okay, Einwegbumerang, geil. lecker. Lecker? Harvey, das ist nur eine Staffelei. Oh, so ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Okay. In diesem Bild durchbricht Captain Unbrauchbar die Kinoleinwand. Von manchen Künstlern wird behauptet, die Leinwand habe zu ihnen gesprochen. Das ist richtig. Ich frage mich, was soll so eine Leinwand schon Spannendes zu erzählen haben? Wie sie sich fühlt. Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Das weiß ich auch noch nicht. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Hier gibt es so viel zu tun, dass ich gar nicht weiß, was ich hier tue. Ich nenne es A New Beginning. Wieso kommt mir das bekannt vor, A New Beginning? Ist das auch ein Spiel von Daedalic? Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Ja, die ist nicht mehr unbenutzt. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Ja gut, das hat Edna ja schon gemacht, wobei das echt schick ist. Da liegt eine Schere. Und Stifte. Okay, die Schere haben wir einfach genommen. Boah, wir haben so viel Zeug im Inventar. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Der Bienenmann, voll cool. Der Kuli ist super. Ich will nicht tauschen. Okay. Wie passend. Der Bienenmann malt mit Wachsstiften. Habt ihr morgens auch manchmal dieses wachsige Gefühl im Mund? Nein. Wachsiges Gefühl? Was ist denn ein wachsiges Gefühl? In diesem Bild malen Captain Unbrauchbar und Nützlich Boy eine Schatzkarte. Okay. Harvey, was erzählst du dazu? Guck mal, Harvey, Wachsstifte. Cool. Wie viele sind es? 2. Mist. Das reicht nicht aus, um auf Riesenmonstergröße heranzuwachsen. Such weiter. Tokio wird nicht ewig darauf warten, von mir plattgetrampelt zu werden. Was? Hallo Bienenmann, wie geht es dir? Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Oh Gott. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Vielleicht. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Ja, maybe. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar. Die Medien. Was? Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Ja. Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Ja, ja, muss man leider. Aber Biene, also ja. Ja, 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 man kann jetzt nichts Positives. Aber Willy ist cute. Warum trägst du ein Bienenkostüm?
Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Ja, das wird nicht passieren. Als Realsatire, um die Modebranche zu boykottieren. Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen. Ja. Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Oh Gott. Warum hast du so große Edna. Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Was? Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Mhm. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Oh, ich auch. Ich auch. Können wir ihm jetzt einen Kaffee bringen? Aus der Kaffeemaschine? Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Okay. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ich mach dann mal eine Fliege. Okay. Nur zu. Wir können auf jeden Fall Generalschlüssel. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Mhm. Nimm ihn doch. Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Ja, ja. I see the problem. Es ist verlockend, aber je als desto... Und dieses Kunstwerk spricht mich an. Gleichzeitig verspottet es mich auch. Ui. Das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Habe ich mir fast gedacht. Okay. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, mysteriöse Muster auf den Rand seines Sudoku-Heftes zu zeichnen. Oh. Sudoku. Ja, ja. Das habe ich auch gern gerätselt. Ich bin alt. Oh. Waren wir denn jetzt eigentlich schon überall? Hier ist, genau. Hier brauchen wir den Reiseschein erstmal. Das. ich schau mal nochmal zur Kantine. Okay, das war falsch. War hier nicht die Kantine? Oh Gott, ich wusste es. Ich finde mich jetzt schon nicht mehr zurecht. Hier gibt's nur das eine. Okay. Nee, der hat ja auch sonst keine Tür gehabt, ne? Nein. Bei dem weiß ich überhaupt noch nicht, was wir machen könnten. Ganz ehrlich. Da ging es auch hinter nicht mehr weiter. Wahrscheinlich brauchen wir auch das Telefon, oder? Ich gehe mal davon aus. Uiuiuiui, Leute. Ihr habt keine Ahnung.
Hier geht's zum Verreisen. Hier geht's in die Toilette. Ach, die Kantine, die war ja... Ah, die war wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auf einem anderen Stockwerk, kann das sein? Ich gucke jetzt mal, was da dahinter ist. Weil er wird mir keinen Kaffee machen können. Schacht. Oder gibt's hier? Ah, jetzt wartet mal. Okay, so langsam. Jetzt pass mal auf, jetzt pass mal auf. Wo könnte ich eine Münze herbekommen? Ich brauche eine Münze, um hier den Kaffee zu ziehen, ne? Richtig. Brauche ich jetzt dafür erstmal das Telefon? Hallo? 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 Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ist nicht so wichtig. Telefonieren. Das wollte ich. Hallo? Kann ich noch irgendwas anderes mit ihm? Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du jetzt... Ha. Ist nichts... Das wollte... Hallo? Okay, ich hab auch irgendwie nichts, ne? Für ihn brauchen wir noch ganz was anderes. Ah, das ist gerade gar nicht so einfach. Aber wir brauchen sicherlich eine Münze. Kann ich denn was vom Barmann bekommen? Ah, ich denke nicht. Barmann? Ja, okay. Aber der. Okay, da kommt sonst nichts anderes. Okay, wir haben hier einen Becher. Das ist schon mal gut. Den würde ich da drunter stellen. Ich gucke jetzt einfach mal. Haben wir irgendwas, was wie eine Münze ist? Nee, ne? Das bringt wahrscheinlich auch nichts. Aber ich teste es einfach mal. Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. Okay, schade. Ja, ich brauch die Münze. Ist das nicht... Ja, es ist ein... Nee. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Ja, okay. An dieser Stelle machen wir erstmal Schluss und gucken nächstes Mal weiter. Ich bin mir sicher, wir brauchen eine Münze, um hier den Kaffee zu ziehen und das Ohrschmalz zu bekommen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir das Ohrschmalz brauchen, aber es wird so sein. Oh mein Gott, ich bin voll überfordert mit dem Teil, ganz ehrlich. Aber trotzdem macht es irgendwie Spaß. Also die Story ist halt geil und Edna ist sowieso mega. Und Harvey einfach genial. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine der Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann und bye bye.